Jetzt geht das wieder los, dass ich erst auf dem Computer hier rum checker, bis wir zu sehen sind, dass wir dann noch alle Fragen verfolgen können. Guck mal, jetzt sehe ich uns. So geht es los. Tipptopp. Und dann schalten sich erfahrungsgemäß immer mehr ein. Und wir sind jetzt sozusagen live. Sehr gut, Robert, sehr gut. Ja. So, also ihr habt es im Intro gesehen. Ich begrüße euch heute Abend zu Radebully Live. Heute mit Coach Thomas, Coach Thomas. Coach Thomas von den. Ich habe immer ein bisschen so Sprachprobleme mit Englisch. Da würden jetzt meine Kumpels lachen. Mit den Suburban Foxes. Habe ich das? Es geht mir schwer über die Lippen, Annähernd ja. Es ist auch richtig, wirklich ein schweres Wort. Suburban Foxes, genau. Sehr gut. Und ihr trainiert hier im Lößnitzstadion in Radebeul. Ja. Und ich habe, das muss ich jetzt gleich mal am Einstieg sagen, ich habe eure Bilder durchgeguckt und habe echt extrem viele Jugendliche gesehen, die wir auch aus unseren Projekten und sowas kennen. Und habe gedacht so, wow, das ist eigentlich ein großer Verein. Wie groß seid ihr? Wie viele seid ihr ungefähr? Also über alle Abteilungen sind wir, das variiert natürlich immer ein Stück weit, so um die 180 Mitglieder momentan. Wow, Ja, okay. also über alle Abteilungen, von den kleinsten angefangen, die Flag Football spielen, die kontaktlose Variante, über die Cheerleader und dann über die Großen, die Tackle Football spielen, mit Helm und Pad. Dazu kommen auch noch Schiedsrichter, Ja. ehrenamtliche Helfer etc. Das ist pp. schon ein riesiger Verein, muss Genau. man ja immer sagen. Na? Und wir reden heute über American Football. Wie es der englische Name schon sagt, kommt wahrscheinlich aus Amerika. Korrekt, du hast Habe ins Schwarze getroffen. ich gut recherchiert, ja? Hast du gut Wikipedia leer gelesen. Ja, wunderbar. Aber wie hat sich denn euer Verein entwickelt? Also wie ist es zu eurem Verein gekommen? Also es war, ich muss lügen, 2007, da hat sich eine Gruppe gebildet aus einer Schüler-Flag AG, also quasi ich im Sportunterricht, Ja. haben sie da Flag Football gespielt und hatten dann die Idee, wir gründen hier einen Verein. Das Potenzial ist da. Und im Herbst desselben Jahres hatten sich dann einige Mitglieder oder ehemalige Mitglieder aus anderen Vereinen hier eingefunden. Und dann kam man zu der Entscheidung, hey, wir wollen nicht nur kontaktlos Flag Football spielen und an Turnieren teilnehmen, sondern wir wollen hier auch dieses Tackle Football etablieren. Und dann ging es im Herbst schon los mit den ersten Trainingseinheiten und in der Saison 2008 hat man dann schon den Step bis in die Playoffs, also bis in die Meisterschaftsspiele geschafft. Okay, Ja. okay. Was heißt Tackle für die, die mit American Football nie so viel am Hut haben? Oder noch nicht? Okay, stimmt. Ich frage einfach immer Gleich mal zwischendrin. vorweg, wenn ich Ja. ein bisschen ins Englische mal abdrifte, das ist einfach so. Man kann viele, viele Sachen natürlich auch ins Deutsche übersetzen, du wirst aber später merken, oder Ja. ihr werdet später merken, das macht teilweise wenig Sinn, weil diese, ich sage jetzt mal, Anglizismen oder diese Fachbegriffe sich einfach schon so etabliert haben. Das ist einfach so, ja. Tackle Football oder Tackle ist eigentlich nichts anderes als das zu Boden bringen des Ballträgers. Okay. Genau. Okay. Ich will noch dazu erwähnen, dass alle, die zuschauen, natürlich gerne die auch Fragen stellen können. Also ihr seid herzlich eingeladen, wenn euch was fehlt an Fragen oder euch was unter den Nägeln brennt, schreibt das in den Chat. Ich sehe den und wie immer, das wird mit integriert. Wie ist es denn zu dem Namen gekommen und was bedeutet der eigentlich, wenn das. Ja, ist Suburbs, Englisch wieder, ne? Vororte. Radebeul ist ein Vorort Ja. von Dresden. Suburban Foxes, Vorstadtfüchse. Ja. Der Legende nach ist ja auch bei den ein oder anderen Turnieren oder Trainingseinheiten mal damals schon ein Fuchs zu Besuch gewesen und so ist das Ganze entstanden. Okay, sehr gut. Genau. Wie kommt es, dass immer irgendwie so Tiere bei den Footballern wie bei den Eishockeyspielern immer irgendwie so Tiere mit dabei sind? Okay. Ist vielleicht auch Ist ein Stück weit Identifikation. Beim ja. Basketball hat man es, glaube ich, auch. Das stimmt, ja. Ja. Ja, so genau kann ich es dir echt Ja, nicht erklären. egal. Nicht so schlimm. Vielleicht für die jetzt noch nie den Regeln beim American, also vom American Football so
konform sind. Kannst du ganz kurz die Spielidee den Zuschauern oder vielleicht den Eltern, den Jugendlichen, die zugucken und überlegen, so vielleicht ist es was für mich und habe ich noch nie gesehen, kurz erklären? Kann ich machen. Ich es ist immer schwierig, ne, wenn man sowas kurz machen muss. Das ist eigentlich voll gemein. Wie viel Zeit habe ich? Nee, ich versuch's mal. Maximal eine Stunde. dann schaffst du aber keine anderen Fragen mehr. Das stimmt, ja. ich versuch's mal relativ high level zu erklären. Also die Grundidee ist, beim American Football Raumgewinn zu erzielen. Ja? Mit diesem Ball hier. Ja. Und der ist hoffentlich aufgepumpt, ja. Der ist aufgepumpt. Ich habe übrigens eine Pumpe mitgebracht. Ich habe dein Teaser-Video gesehen. Ich kann deinen Corona-bedingten Ball dann gerne nochmal aufpumpen. Klasse. Zurück zum Thema. Ja. Also die Grundidee ist, Raumgewinn zu erzielen. Man hat also eine angreifende Mannschaft und eine Mannschaft, die verteidigt. Die angreifende Mannschaft hat vier Versuche, um 10 Yards zu überbrücken. Ich sag mal im Deutschen ungefähr 10 Meter. Ein Yard sind so 91 Zentimeter, grob über den Daumen gepeilt. Ja. Wenn sie das schafft, bekommt sie 4 neue Versuche. Okay. So lange, bis sie in der gegnerischen Endzone ist. Ja? Mhm. Der Klassiker, die meisten werden es kennen, Touchdown in der Endzone. Und das kann man eben machen, indem man den Ball wirft per Passspiel oder eben läuft. Ja? Der Quarterback übergibt den Ball an den Running Back und es ist eben ein klassisches Laufspiel. Okay. Genau. Schafft sie das nicht, wechselt das Angriffsrecht. Die Mannschaft, die gerade in der Defense war, kommt also mit ihrer Offense, mit ihrem Angriff aufs Spielfeld. Und ich sage es mal auf Deutsch, die Mannschaft, die es verkackt hat, die es nicht geschafft hat zum Touchdown oder überhaupt zu punkten, man kann ja auch noch auf andere Varianten scoren, punkten, wird dann logischerweise das Team, was verteidigt. Okay. Und dann versucht, den Gegner daran zu hindern, ihrerseits Punkte zu fressen. Und wie viele Spieler sind in einer Mannschaft auf dem Spielfeld? Also in der Regel, also beim klassischen American Football ist es, sind es 11 gegen 11, wie auch bei anderen Mannschaften oder Mannschaftssportarten. Ja. Bei uns ist es so, in der Jugend, wir spielen Tackle Football, 9er Tackle Football, das heißt, wir haben jeweils 2 weniger auf dem Feld, wir spielen also 9 gegen 9. Mhm. An den Regeln ändert sich da aber nichts. Wir haben einfach ein bisschen mehr Platz und ist auch für die Teams attraktiv, die jetzt vielleicht nicht so die Kaderstärke haben, also die Teamstärke. Ja, bei den Herren wiederum spielen wir logischerweise ganz klassisch 11 gegen 11. Ja, jetzt kommt gleich die erste Frage rein. Für wen ist die Sportart gedacht? Nur für schnelle und große Leute? Das ist das Gute am American Football, die ist eigentlich für alle gedacht, weil es ist für jeden was dabei. Ich überschlage jetzt mal ganz grob, wir haben irgendwie 18, 19 verschiedene Spielerpositionsmöglichkeiten. Und da ist es egal, ob man... Bei 11 Spielern habt ihr 18 verschiedene? Nee, ich habe... wie gesagt, ich habe das vorhin High-Level erklärt. Aber wir haben neben dem Angriff und einer Verteidigung haben wir noch sogenannte Special Teams. Also ich sage jetzt mal immer, wenn ein Ball gekickt wird, ob das jetzt ein Feed-Goal, ein Feldtor ist oder der klassische, beim Fußball würde man sagen, Anstoß, der Kickoff zur jeweiligen Halbzeit, da sind sogenannte Special Team Members und du hast einen Kicker, du hast Leute, die nur erpicht sind, irgendwelche Leute nach innen einzudämmen. Ja. Und so kommt man auf 18, 19 verschiedene Spielerpositionen. Ah, okay. Ja. Da kann quasi jeder mit seinen Stärken eingewechselt werden. Das wollte ich sagen. Es ist wirklich was für jeden dabei. Also egal, ob man jetzt auch sportliche Vorkenntnisse hat, ob man vielleicht Quereinsteiger ist, ob man von einer anderen Sportart kommt, vielleicht vom Fußball, vom Leichtathletik oder ob man jetzt wirklich... Corona, bestes Beispiel, ein Jahr zu viel Chips gegessen hat auf der Couch. Es ist für alle was dabei. Bist du klein, bist du groß, bist du ein bisschen muskulöser gebaut, ein bisschen agiler, ein bisschen wendiger. Auch die Leute, die keinen Ball fangen, haben eine Chance bei uns mitzumachen und Teil des Teams des wichtigen Bestandteils zu werden. Ja, ja. Okay, siehst du, jetzt habe ich die Publikumsfrage hier reingebracht und habe gleich mal meine vergessen, die ich fragen wollte. Aber ich habe noch, bevor ich die nächste Publikumsfrage bringe, kenne ich aus dem Fernsehen, so bei Touchdown, ne, da hast du die 2 riesigen Stäbe, die da so in den Himmel ragen. Das ist das bekannte Field Goal, von dem ich gerade sprach. Okay, und der Ball, nennt man Ball? Nee? American Football. Der fliegt da so durch. Wie macht ihr das hier im Lößnitzstadion? Bis wohin muss der fliegen?
Punkte gibt es, wenn er die Torstangen durchquert. Von daher ist es egal, wie weit er dann hinten rausfliegt. Also okay. Ob er dann da hinten noch irgendwelche parkenden Autos trifft oder auch nicht. Oder hier im Sandkasten landet. Ja. Der Weitspringer. Wichtig ist nur, dass er durch die Stangen geht. Nach jedem Touchdown kann man wählen. Mache ich nochmal diesen Zusatzpunktversuch durch diesen Kick. Ja, gibt nochmal einen Punkt extra. Touchdown gibt 6 Punkte. Ja. Wenn ich sage, okay, ich werde es wahrscheinlich jetzt nicht schaffen, mit dem nächsten Versuch nochmal in die Endzone zu kommen, kann ich auch auf diese Art des Kickes 3 Punkte erzielen, indem ich einfach durch die Torstangen kicke. Okay. Dafür ist dann extra der Spezialist da, der Kicker, ja, der dann eigentlich nur das macht, sage ich mal. Okay, also wer gut kicken kann. Ja, genau. Jetzt kommt hier noch die Frage, Ole, danke dir. Gibt es die Möglichkeit, ein Probetraining durchzuführen, trotz der aktuellen Situation? Da müssen wir vielleicht sagen, dass das gerade noch ein bisschen erst am Beginn ist, dass die Vereinssportarten im Außenbereich wieder loslegen können. Das ist ja noch nicht alles so 100%. Also generell, bei uns sind Probetrainings immer möglich, also auch in der normalen Saison einfach vorbeikommen, sich vielleicht kurz vorher anmelden, die Möglichkeiten dazu wirst du dann bestimmt nochmal nennen, hoffentlich. Auf jeden Fall, bleib dran. Jetzt Corona-bedingt eher nicht, aber auch da finden wir Lösungsansätze, also wir hatten jetzt eine lange Pause, wir haben vor ein paar Wochen durften wir schon mal die ersten 2 Einheiten draußen machen, mussten dann aufgrund der Bundesnotbremse leider wieder abbrechen. Aber generell machen wir natürlich oder versuchen wir vieles möglich zu machen. Wenn da mal einer reinschnuppern will, ist da gern gesehen. Ja. So richtige Probetrainingseinheiten, wo man sagt, wir treffen uns jetzt mal am Samstag nur für Interessenten, können wir aufgrund Corona einfach momentan nicht machen. Ja, ist klar. Und auch diese, ich sag mal, gern gesehenen Aktionen, die man so fahren kann, um vielleicht Mitglieder zu werben, mal in die Schulen reingehen, sich irgendwo auf Promos präsentieren, das ist momentan halt alles. Ja. Also grundsätzlich ist es drin, aber ich glaube, das ist ja für alle Vereine gerade eine besondere Situation. Und ich glaube, jeder freut sich, wenn die Inzidenzen da weiter sinken und das alles wieder losgeht. Und da fragt hier Klemmer Peter, Grüße, der ist 51, jetzt wissen es alle. Und kann er da auch noch mit Football anfangen? Peter, wir hatten schon weit Ältere bei uns im Team. Logischerweise bei mir im Jugendteam bist du da ein Stück weit zu alt, aber bei den Seniors, bei den Herren, okay, auch da hast du eine Chance. Okay, sehr gut. Da kommen wir vielleicht gleich dazu, was braucht man denn für braucht man irgendeine Grundvoraussetzung? Also ab welchem Alter kann man mit Football bei euch anfangen? Also bei uns ist es so im Verein, die Kleinsten können ab 6 bei uns einsteigen. Mhm. Das ist an die kontaktfreie Variante. Also ohne Helm, ohne Schulterpad, Flag Football. Da wird dieses Tackling, dieses Stoppen des Ballträgers einfach simuliert, indem man Flaggen zieht. Mhm. Ja. Ist aber ein guter Einstieg und wir machen da auch sehr viel, um, ich sag mal, einen gewissen Unterbau zu forcieren. Ja. Und die und Leute dann auch. Zielgruppe, so die Jugendlichen, da habt ihr bestimmt, das sind ja auch U-Mannschaften. U19 ist es. Also ich bin der Headcoach der U19. Ja. Ja, und dann gibt es die U15, die spielt auch Flag Football. Ja. Dann gibt es noch die U11 quasi. Ja. Okay. Du bist Headcoach. Was macht ein Headcoach? Also du wirst ja, ich habe ja gelernt, ihr habt relativ viele Coaches, aber du bist dann viele sozusagen. Viele Spieler bedingen viele Coaches. Du bist der Kopf der Coaches sozusagen. Ich genau, übersetzen also darf? Übersetzen, man kann es klassisch übersetzen mit dem Cheftrainer. Ja. Ja. Also ich bin wirklich, wie du schon sagtest, am Ende der den Hut auf hat beim Training. Ich mache viele, viele Dinge. Nie nur klassisch die Trainingseinheiten leiten oder eben dann auch Drills ausführen, vorzeigen, die Spieler versuchen, an den Sport ranzubringen, Techniken oder Taktiken zu lernen, sondern man macht als Headcoach auch noch viele Sachen, die man vielleicht jetzt gar nicht so auf dem Platz sieht. Also ich nenne mal ein paar Beispiele. Also ehrenamtliche Arbeit, um das mal. Generell, also alle Coaches bei uns sind ehrenamtlich tätig. Ja. Bis auf vielleicht Gastcoaches, die wir uns mal einholen. Aber ansonsten ist es so, ich mache die Saisonplanung im Groben. Ich mache eine Saisonplanung, was die Trainingspläne betrifft, in einem Rohbau, sage ich mal. Alles andere spreche ich natürlich und wir versuchen vieles im Coaching-Stuff abzusprechen.
ich organisiere die Busse für die Auswärtsfahrten, also wenn wir ein Auswärtsspiel meinetwegen in Leipzig haben. Ja. Ich kümmere mich um die Spielerpassanträge, ja, um das Leihequipment für die Jugendlichen. Also es gibt viele Sachen, die man da noch abseits des Trainingsplatzes oder des Game Days an sich bewerkstelligen muss als Trainer. Und bei uns ist es halt wirklich schon so, wie du schon sagtest, wir haben viele Trainer an Bord. Momentan sind wir, wenn ich richtig zähle, im Kopf 13 allein bei der Jugend. Mhm. Ist einfach dem geschuldet. Das Prinzip ist so, man hat einen Cheftrainer, aber bei uns ist das nicht wie im Profibereich. Wir sind alle irgendwo gleichberechtigt. Aber am Ende des Tages muss einer nach außen hin die Verantwortung tragen, ja, und vielleicht auch für diverse führen. Oder Interviews führen oder vielleicht auch für diverse Sachen der erste Ansprechpartner sein. Ja. Und dann haben wir noch sogenannte Koordinatoren, also für die Offense, für den Angriff, für die Defense, für die Verteidigung, Special Teams, für die Kicker-Geschichten zum Beispiel. Ja. Ja. Und dann gibt es zu den Koordinatoren, geht die Leiter weiter runter, also die Hierarchieebene, wenn man es so will. Unter den Koordinatoren sitzen dann die ganzen Assistenztrainer. Ja. Also in der Offense hast du ja einen Quarterback, der braucht einen Quarterback-Coach. Du hast einen Wide Receiver, also einen Passempfänger, braucht einen Wide Receiver Coach. Okay. Und so setzt sich das dann alles zusammen. Ja, ich sag mal, Trainerpyramide. Ist natürlich bei uns jetzt ein Optimalfall, ist von Verein zu Verein unterschiedlich. Es gibt Vereine, die kommen mit 3-4 Trainern aus. Natürlich, ist ja auch je mehr Trainer man hat, desto besser kann man auch Trainings gestalten, meiner Meinung nach. Ist ja auch aufgrund aktuell, also so ist ja immer ein bisschen abhängig, ne? Sind die Leute da, gehen die weg ins Studium, wenn alles ehrenamtlich läuft, ist man ja auch irgendwie davon abhängig. Kommt noch eine Frage rein, in welcher Liga ihr spielt? Wahrscheinlich die U-Mannschaften oder die Senioren? Also die Jugendliga, U19 ist ja nur im Ligabetrieb momentan, ist die Jugendoberliga. Okay. Ist ein mitteldeutscher Spielverbund, das heißt, nehmen wir mal an, es gäbe jetzt kein Corona, wir würden gegen Teams aus Sachsen-Anhalt und Thüringen antreten. Mhm. Deswegen mitteldeutscher Spielverbund. Ja. Wie sich das jetzt gestalten wird perspektivisch, wir planen momentan mit so einer Notsaison, ähnlich wie es letztes Jahr auch war. Also letztes Jahr konnten wir irgendwie 3 Spiele durchführen. Mhm. War ich am Ende sehr froh, dass wir überhaupt spielen konnten, was ja auch in Deutschland nicht jedem Verein oder nicht jeder Mannschaft so gegeben war. Und durch die lange Pause müssen wir natürlich gucken, dass wir das jetzt erstmal alles wieder hochfahren. Wir haben natürlich viel Trainingsrückstand. Wir konnten nicht so rekrutieren, wie wir das wollten, was ich eben vorhin schon versucht habe auszuführen. Und deswegen wird es darauf hinauslaufen, dass wir wohl September, Oktober spielen, wo normalerweise Oktober schon fast die Saison in Deutschland vorbei ist. Mhm. Aber Oberliga, ist das jetzt so? Ja, also Können die aufsteigen? Oder was? Ja, es gibt noch eine Jugendregionalliga und es gibt dann noch die Jugend GFL. Okay. Und bei den Herren ist es ähnlich. Ja, also da gibt es auch von Verbandsliga, Oberliga, Regionalliga, zweite Bundesliga und dann die GFL, was die höchste deutsche Spielklasse ist. Ja, und wo sind eure Herren? In welcher Liga? Die sind auch Oberliga. Okay. Und dann war noch die Frage, kommen von euch auch Spieler in die USA oder in die deutsche Bundesliga? Also hattet ihr schon mal einen Spieler, der tatsächlich also wir hatten, das geschafft hat? Das ist so, Cinderella-Stories sind überall möglich, auch wenn man es manchmal nicht glaubt. Ja. Ja. Wir hatten tatsächlich Quereinsteiger, die haben bei uns hier angefangen, haben ein, zwei Jahre Football gespielt und sind dann von GFL-Team aus der Nachbarschaft rekrutiert wurden. Also sowas gibt's. Ja. Ja, und da stellen wir den Spielern auch keine Beine oder so. Also wenn die das versuchen wollen, höherklassig zu spielen. Ja, auch sowas. Und wir haben es auch geschafft, ein ehemaliger Jugendspieler von mir, der hat dann über so ein Auswahlprogramm den Sprung an Highschool oder College geschafft sogar. Mhm. Okay. Cool. Bin ich auch ein Stück weit stolz, weil er hat hier bei uns angefangen mit Football, so die Grundlagen kennengelernt, hat sich dann auch nochmal an einen anderen Verein orientiert und hat dann halt für sich erkannt, ich will da ein Stück mehr. Ja. Man muss natürlich auch den Background dazu haben. Ja? Also nie jeder, auch wenn er noch so Top-Football spielt, hat vielleicht dann auch die Chance, aufgrund des Elternhauses oder des sozialen Umfeldes dann diesen Step zu machen. Das ist dann für den einen oder anderen Jugendlichen auch nicht so einfach, wenn er dann, ich sag mal, ein halbes Jahr weg ist von der Family. Ja.
Aber generell ist das überall möglich und ist auch schon bei uns vorgekommen. Na, cool. Und jetzt hätte ich mir noch hier so aufgeschrieben, es ist ja schon eher eine männliche Sportart, oder? Also zumindest das, was man so im also ja. Ihr habt ja die Kids bei euch, habe ich ja auch gesehen, so da trainieren ja auch die Mädels mit. Aber so in den bei den Senioren und dann wahrscheinlich auch schon in den, hier. Ist schon durch die Regelstatuten gar nicht mehr gestattet, so gemixte okay. Teams ja. Zu haben oder die dann an den Spielstart zu bringen. Also das Trainieren zusammen ist sicherlich noch möglich, aber dann so spielen schon gar nicht mehr. Ja. Aber es gibt auch reine Frauenteams, also okay. Ja, und auch sehr, sehr gute Frauenteams, ja, die man vielleicht jetzt gar nicht so auf der Bildfläche hat. Ja. Also ich sage jetzt einfach mal Berliner Frauenteams, die da auch schon Meisterschaften gewonnen haben. Ja. Mhm. Sicherlich ist klar, du hast also auch von schon den Frauenteams sehr körperbetonter Sport, ne? Ja, also und du hast natürlich dann nicht so viel Frauenteams, wie wir es vielleicht bei den Herren vorfinden ja. oder im Jugendbereich. Ja, das ist klar. Aber da müssen wir ja vielleicht noch erwähnen, dass man bei euch ja nicht nur American Football spielen kann. So, also es kann sich ja, wir haben ja vorhin gesagt, egal welche Stärke man hat, kann man bei euch mitmachen. Aber ihr habt ja noch ein paar andere Bereiche. Und die kannst du jetzt mal kurz vorstellen. Also genau, es sind also eigentlich nur zwei weitere. Also neben American Football als kontaktfreie Variante oder kontaktlose Variante des Flag Footballs und eben des Tackle Footballs mit Helm und Pad, haben wir bei uns noch im Verein, klar, was gehört zum American Football dazu? Cheerleader, ja. Genau. Also wer vielleicht sagt, hey, ich habe noch eine kleine Schwester zu Hause, wenn ich jetzt zum Probetraining kommen soll von den Footballern, dann packe ich meine kleine Schwester ein, mache vielleicht vorher mit dem Head Coach der Cheerleader einen Termin aus oder spreche mich zumindest irgendwie ab. Dann haben wir die Möglichkeit, klar, du hast es erzählt, wir sind alle ehrenamtlich unterwegs, wir machen das alles mit viel Herzblut, werden nicht bezahlt dafür und wir haben noch die Möglichkeit, sich als Helfer bei uns im Verein zu engagieren. Helfer werden immer gebraucht, ja. Wer sich schon mal ein Spiel angeschaut hat, ob das jetzt nur irgendwelche Leute sind, die das Feld vorbereiten, das Feld aufbauen, abbauen hinterher, die vielleicht, ich sag es mal, an der Kasse sitzen, Tickets verkaufen oder eben auch den Spielern Getränke reichen. Ja. Wird alles gebraucht und was wir auch noch bei uns im Verein haben, was wir auch ausbilden oder ausbilden lassen, wo wir auch da die Kosten übernehmen, sind die Schiedsrichter. Ja. Auch wenn es immer so aussieht wie eine rohe Sportart ohne Regeln, alle raufen sich hier um ein Stück Leder. Das ist nicht so. Also bei den Footballspielen sind ja bis zu 7 Schiedsrichter anwesend. Oh, okay. Und die müssen natürlich auch irgendwo herkommen. Die ja, sind auf jeden Fall. Natürlich auch immer in den jeweiligen Vereinen ansässig und auch da suchen wir Leute. Also wer da Interesse hat und sagt, Football ist dann vielleicht nach den ersten 2 Trainingseinheiten, die ich zur Probe mitgemacht habe, doch ein bisschen zu hart für mich. Ja. Aber ich könnte mir vorstellen, das Spiel an sich zu überwachen ja. und dann auch noch richtig nah dabei und dran zu sein, ist auch das eine Möglichkeit. Okay, cool. Genau. Das ist ja echt ein wahnsinniger Personalbedarf, wenn da 6 Schiris mit dabei sind. Das ist ja auch Wahnsinn. Kommt natürlich immer auch auf die Liga drauf an, auf ja. das Spiel und wie die gerade die Schiedsrichter zusammenkriegen. Also wir hatten auch schon Spiele, da waren nur 5 da. Ja. Aber wir hatten auch schon Spieler, die da waren 14 am Start, ja, weil die einfach ihren Nachwuchs, ja. den sie ausgebildet haben, einfach mitgebracht haben, um schon mal live reinzufühlen, ja. wie das so ist. Wird da eigentlich genauso, wie man das jetzt so aus dem Fernsehen beim Fußball sieht, wird da auch immer so auf dem Schiri geschimpft oder ist da irgendwie eine andere Mentalität bei euch? Also ich persönlich, ich bin natürlich, das ist meine persönliche Meinung. Ja. Hau raus damit. Ich habe lange, lange selber Football gespielt und bin auch ein bisschen Fan und irgendwo und natürlich auch Coach. Ich bin der Meinung, bei uns beim Football, da ist der Schiedsrichter an sich oder die ganze Ref-Crew ja, noch ein Stück weit mehr eine Respektsperson. Mhm. Also es geht schon damit los, dass eigentlich nicht jeder mit dem reden darf auf dem Feld. Ah, okay. Ja. Nee, weil er nicht Englisch kann. Also wird da eigentlich Englisch geredet auf dem Spielfeld? Oder? Ja, natürlich. Viele, viele Signale, viele Codewörter sind natürlich Englisch. Ja. Wir haben auch schon gegen tschechische Teams gespielt. Da wird natürlich Tschechisch gesprochen. Okay. Aber die müssen ja eigentlich die Codewörter auch auf Englisch bringen, oder? Aber auch die, ja. Aber das ist ein ganz, ganz wichtiges, vielleicht ein ganz wichtiger Punkt. Also wer da jetzt Angst hat und alles Englisch und so. Ja, ja. Da wirklich keine Scheu, einfach vorbeikommen, weil man lernt es durch zu tun.
ja, erstens das und viele Sachen, die man so benutzt, die sind eh schon im alltäglichen Sprachgebrauch verankert. Ja, der Coach, der Trainer. Ja. Und wir erklären auch viel, auch unser Spielbuch, unser Playbook ist vorneweg mit viel Information aufgebaut, dass auch ein Neuling da relativ schnell reinkommt. Ja? Also das ist überhaupt kein Problem, Englisch. Wer da jetzt nicht so gut Englisch spricht, überhaupt kein Problem. Und wenn ihr auf Spiele geht, also so auf Spiele geht, aber auf so Spiele geht. Auf zu Spielen, an zu, Spielen zu, teilnimmt. Zu Spielen, ja, genau. Und du hast jetzt gesagt, ne, ihr habt jetzt Cheerleader mit dabei und die machen halt, die heizen halt ein, die machen Stimmung und so. Ist das schon, ich will jetzt mal sagen, so ein bisschen volksfestmäßig, oder also so ist da, so wie man das vielleicht auch aus dem Fernsehen dann so kennt, nur halt runtergebrochen im Kleinen, halt auch irgendwie so ein bisschen Party und Spiel? Also oder? Man versucht schon, eine gewisse Atmosphäre zu schaffen. Ja. Wir werden natürlich hier keine Werbeeinblendung machen. Und, ja. Aber ja, wir haben gerade bei unseren Heimspielen, wir haben eigentlich immer einen Stadionsprecher da, unsere Cheerleader sind da. Wir versuchen auch, wenn es passt vom Wetter her oder wenn wir so spezielle Game Days haben, Spieltage, die unter einem Motto stehen, ein gewisses Rahmenprogramm auszurichten im Rahmen unserer Möglichkeiten. Da gibt es ein bunter Mix. Also der eine Verein handhabt das so, der andere Verein handhabt das so. Selbst in der höchsten deutschen Spielklasse, da gibt es Vereine, die haben relativ wenig Rahmenprogramm. Okay. Und dann gibt es Vereine, die da echt ein Stück weit auffahren. Also das kann man jetzt auch nicht so sagen, auch in der dritten Liga, da ist weniger los als in der ersten Liga oder so. Und habt ihr so eine Foxes-Titelmusik oder irgendwie so ein Lied, womit ihr euch pusht? Ich kenne, wir lassen das bei den Teams, lassen wir das immer abstimmen vor der Saison. Mal gucken, was dieses Jahr so am Start ist. Also wir wollen da auch immer ein bisschen die Jungs mit integrieren. Natürlich soll ja auch zum Pushen sein, ein Stück weit. Ja. Aber ja, wir hatten auch schon Pyro-Shows hier und ordentlich. Jetzt hast du ja vorhin schon erwähnt, dass ihr, darf man Bruder sagen, einen großen Bruder in Dresden habt, der wahrscheinlich allen bekannt ist. Aber überhaupt auch so im Fernsehen läuft es ja mittlerweile auch so durch das Super Bowl. Also ich denke mal, American Football haben jetzt schon irgendwie die meisten mitbekommen, dass es das gibt und dass es auch in Amerika ein großes Ding ist und wahrscheinlich in ein paar anderen Ländern auch. Spürt ihr was, dass das irgendwie, ich will jetzt mal sagen, ein neuer Hype wird oder dass da mehr Zulauf da ist aufgrund dieser Übertragungen? Also man merkt schon auch in der Berichterstattung in den Medien, dass der Hype zugenommen hat in den letzten Tagen oder auch in den letzten Wochen, Monaten, Jahren. Ist für uns natürlich super, ja, und auch klar, wir merken das, wir haben Anfragen, ich habe letztens Football bei einem Sender gesehen, würde ich mal ausprobieren, ich habe gegoogelt, ihr seid hier bei uns in der Nähe, und auch der große Bruder im Endeffekt tut uns nicht weh in Dresden, weil wir sind hier in Radebeul, wir haben ein paar Benefits, mit denen wir auch aufwerten können und wir sind halt lokal, regional vor Ort da für die Leute, ich sage mal, aus Radebeul, Meißen, Moritzburg, Coswig, Weinböhler, also alles das, was hier so im Umland ist. Und ich denke, wir machen da auch gerade im Jugendbereich relativ viel, um die Leute zu uns zu bewegen. Ja, das hast du gerade gut gesagt. Was zeichnet euch aus? Oder wenn jetzt vielleicht Eltern zugucken oder vielleicht auch Jugendliche, was macht euch da neben dem, was man ja auch oft auf den Internetauftritten so mitbekommt, neben dieser familiären Atmosphäre? Du hast die Benefits angesprochen, also wenn man jetzt Mitglied wird oder was? Benefits ist wieder so ein englisches Wort, ne? Ich bin wieder abgedriftet. Ja, Vorteile oder? Also generell muss man sagen, wir geben den Jugendlichen das erste Jahr komplett mitgliedsbeitragsfrei. Ja, wird bei uns keinen Mitgliedsbeitrag erhoben im ersten Jahr, die müssen keinen Aufnahmebeitrag zahlen. Wir geben im ersten Jahr eine kostenfreie Leihausrüstung, falls sich die Jugendlichen oder auch die etwas Älteren dann dafür entscheiden, Tackle-Football zu spielen. Weil das ist, glaube ich, die größte Hürde im Tackle-Football, wenn viele hören, so ein Helm und so ein Schulterpad kostet so, wenn ich was ordentlich haben will, so zwischen 250, 300 Euro. Und gerade auch für die Eltern ist das dann immer eine große Hürde. Und wenn du dann hörst, ja, vielleicht
dass du es nur 2-3 Mal machst und dann gefällt dir das doch nicht so, haben wir die Möglichkeit, bei den Probetrainings kann man sich das hier leihen und wenn man dann sagt, ich will dabei bleiben, hab da jetzt auch nie wirklich so den monetären Background, dann ist das eine super Möglichkeit, ja, wo man sagt, hier kannst du bei uns im ersten Jahr kostenfrei leihen und dann je Teil im nächsten Jahr 5 Euro. Ich glaube, das ist stemmbar. Es ist dann schon ein großer Unterschied, ob man sich dann so einen Helm für 300 Euro kauft oder eben nur leiht. Und, damit erleichtern wir auch diesen Einstieg erstmal. Ja, auf jeden Fall. Du hast noch irgendwas mit einer Fahrkarte mal im Vorgespräch erwähnt. Aber man hört ja auch immer so viel, und das ist vielleicht jetzt abseits der Tarifzonengrenze oder jetzt muss ich hier irgendwie Fahrkarten kaufen, dass ich da zum Training komme oder zum Spiel. Auch da gibt es die Möglichkeit, dass man sich da hinsetzt und da finden wir eine Lösung, da kann man auch einen Teil der Kosten übernehmen, wenn es wirklich daran scheitern sollte. Also wir machen vieles möglich. Man muss halt einfach nur auf die jeweiligen Coaches oder auf den Vorstand zugehen und ich sage immer so schön, entsprechenden kann geholfen werden. Oftmals kriegt man das nur so am Rande raus und das wollte ich auch zum Ausdruck bringen. Ja? Football ist was, egal aus welcher sozialen Schicht, ob ich jetzt aus einer gut situierten Familie komme oder vielleicht familiär ein bisschen schwierigen Background habe. Bei uns sind alle willkommen. Wir werden niemals jemanden wegschicken und auch die Leute oder die Jugendlichen werden bei uns einen Platz finden und die Möglichkeit haben, hier den Sport auszuüben, Spaß an dem Sport zu haben. Weil bei uns steht der Sport im Vordergrund. Ja. Alles andere ist da erstmal zweitrangig. Naja, das sind so die Grundwerte von Vereinssport und das ist echt ein hohes Gut, das muss man mal so sagen. So, also schön, dass das bei euch so läuft. Und was mir noch so aufgefallen ist, ne, du hast gesagt, ihr trainiert im Lößnitzstadion. Ihr trainiert ja eigentlich immer im Freien, oder? Nee? Du kommst halt immer nur vorbei, zuschauen oder uns ausspionieren, wenn wir gerade im Freien sind. Ja. Also es ist nicht so. Da gibt es auch Fitnessraum, okay. Genau, also ich versuche mal, das ist auch wieder relativ high level. Die Saison ist bei uns so getaktet, dass wir nach der Saison ist bei uns immer vor der Saison. Wir gehen dann also nach einer kleinen Pause, je nachdem, ob Corona ist oder nicht, die dann auch mal einen Monat ausfällt oder 2 Monate, gehen wir in die Halle, weil wir da auch ein Stück weit wetterunabhängig sind, gerade bei den kalten Temperaturen. Und in der Halle, gerade über die Wintermonate, ich sage jetzt mal November, Dezember, Januar, da werden eigentlich die Grundlagen gesetzt. Ja, da versuchen wir die Spieler, übrigens egal ob Jugend oder Herren, körperlich fit zu machen. Also ich sage jetzt mal Kraft, Ausdauer, Schnelligkeit, Beweglichkeit. Ja. Weil das dann hilft, in den Trainingseinheiten ab früher auf dem Platz die ganzen Techniken leichter aufzunehmen, durchzuführen. Ja. Also da wäre wirklich, und ein wichtiger Aspekt, den will ich da gar nicht unter den Tisch schlagen, ist natürlich auch die Verletzungsprävention. Wenn ich mich gut vorbereite, möglichst viele Muskelgruppen im Vorfeld aktiviere, die ich dann vielleicht auch an einem Trainingstag oder Spieltag brauche, habe ich natürlich ein Stück weit geringere Verletzungsrisiken. Und die Cheerleader, trainieren die auch drin oder kommen die auch mit euch mal raus? Trainieren die mit euch zusammen? Wir haben natürlich unterschiedliche Trainingseinheiten. Alle Jugendteams, alle oder Herrenteams, Cheerleader auf einmal, das funktioniert nicht. Wir sind ja hier nur eingemietet, sage ich mal. Auch wenn wir hier unsere festen Markierungen auf dem Platz haben, also Top-Bedingungen eigentlich. Aber wir haben so verschiedene Trainingszeiten. Also Cheerleader in der Regel auch in der Halle montags mit den ganz Kleinen. Mittwochs dann draußen mit uns, beziehungsweise mit den etwas größeren Flag-Footballern. Und freitags trainieren wir dann zusammen mit den Herren, also die Jugend und die Herren zusammen. Wir versuchen da auch ein Stück weit immer Synergien zu schaffen. Ja? Dass sich die jüngere Generation mit der nächsten Generation ein Stück weit anfreundet, wenn es dann heißt, hey, ich rück vielleicht jetzt oft von den kleineren Jugendteam oder von der U15 in die U19. Mhm. Ich kann mir schon mal gucken, welche Coaches sind dort, vielleicht schon mal die ersten Connections mit Spielern fassen. Und so ist das ja bei den Herren auch, ja. Ich freue mich immer, wenn ich sehe, es bleibt ein Jugendspieler dann dabei, geht hoch zu den Herren und ich kann dann mal an einem Spieltag beobachten, hey, der hat noch vor 3 Jahren bei mir in der Jugend gespielt, jetzt greift er hier mit den Herren an und setzt ordentlich Akzente auf dem Feld. Also, und von daher versuchen wir da, wie gesagt, auch manche Teile schon zusammen zu machen. Kommt gleich hier der Hashtag OneFoxosFamily rein. Ja, gut. Ja, sehr, sehr schön. Finde ich auch ein gutes Prinzip, dass man da immer so reingucken kann.
Jetzt hatten wir das so mit draußen. Vorhin kam noch so die Frage. Also nochmal, ja? Im Winter trainieren wir quasi in der Halle, ja, und dann sobald die Wetterbedingungen und Witterungsbedingungen zulassen, gehen wir auch raus, weil je eher man tendenziell rausgeht, ja, kann man logischerweise an den Techniken feilen, die dann wirklich, oder an den Spielzügen feilen, die dann auch wichtig sind für den Spieltag. Ja, was sind so eure Trainingszeiten? Spätabends oder? Natürlich in der Jugend nicht so spätabends, weil die meisten sind ja in der Schule. Ja. Also mittwochs immer 17:30 bis 19:30 hier im Lösungsstadion und freitags dann 19:30 bis 21:30 Uhr. Und die Herren trainieren freitags dann noch eine halbe Stunde länger. Ja. Genau. Na, weil die Frage gerade reinkam. Aber die Trainingszeiten, damit ich jetzt hier nicht den Rahmen sprenge, auch so von den U15-Teams, von den U11-Teams, von den Cheerleadern, kann man steht auch ja auf alles unserer im Homepage. Internet, ja. Und dazu muss ich auch glatt mal sagen, weil wenn ich jetzt mal davon ausgehe, man ist, ob jetzt nur Jugendlicher oder Elternteil und man interessiert sich so für die Sportart, wo guckt man halt zuerst hin? Auf die Webseite, auf Instagram, Facebook, je nachdem, wo man so unterwegs ist. Und da muss ich mal sagen, seid ihr also mega professionell unterwegs. Also das sieht wirklich total gut aufgemacht aus. Und man kann das super verfolgen, man kriegt eine Idee von dem Spiel, eine Idee von eurem Verein, wie ihr so tickt, wie ihr so drauf seid. Und das ist halt auch noch echt gut umgesetzt. Also da muss ich mal ein großes Lob sagen. Und das dafür, dass es, wie du ja sagst, alles ehrenamtlich ist, ist schon cool. Vielen Dank, ich werde das Lob weitergeben an das Social-Media-Team, das ja. Web-Team. Ja, ja, ja. Nee, wirklich, das finde ich halt stark und das macht halt auch was her, wenn man sich einfach erstmal informieren will, bevor man vorbeigeht und sagt, so kann ich mal mit Probe trainieren. Ne? Das ist schon cool. Und jeder, der das auch mal machen möchte, der findet euch bei Instagram unter Junior Foxes und Senior Foxes. Ne? Und im Internet unter suburbien-foxes.de. Ja. Also ich glaube, da kann jeder sich mal durchklicken. Das ist schon wirklich cool. Jetzt habe ich so was Persönliches eigentlich noch vergessen, nämlich was dir so am Football oder am American Football so gefällt, was da dein Herz höher schlagen lässt. Viele Sachen. Könnte ich jetzt auch wieder die Frage stellen, wie oder viel Zeit habe ich? Einfach was dich daran gehalten hat. Ne? Also es gibt ja wahrscheinlich auch im Jugendbereich viele, die mal verschiedene Sportarten ausprobieren. Und sagen, okay, ich probiere das mal aus, vielleicht doch nichts für mich. Aber warum bist du da hängen geblieben? Also für mich, damals als Spieler, als ich angefangen habe, vor vielen, vielen Jahren, war für mich das war für mich, ich habe vorher Basketball gespielt und noch andere Sportarten, der Teamzusammenhalt. Und wie ich vorhin schon sagte, das ist eine Sportart, da kommt es auf jeden drauf an. Und da ist auch die Persönlichkeit im Hintergrund, sondern nochmal, egal ob klein, groß, dünn, dick, alle verfolgen auf dem Feld oder im Training das gemeinsame Ziel, kämpfen darum, ja, ich sage jetzt mal im Spiel, kämpfen zusammen um dieses Yard, was Raumgewinn, was vielleicht noch fehlt, zum Touchdown oder zu den nächsten 9, 4 Versuchen. Und dass es so vielseitig ist, also es ist logischerweise klar, körperlich, physisch. Es ist aber auch mental sehr fordernd. Also es ist nicht so, dass ich irgendwie nur, auch wenn es manchmal so aussieht, einen Ball hinterherlaufe. Ja. Und es hat wirklich viele, viele Facetten. Also viele Dinge, viele Eigenschaften sind auch gefragt. Und ich finde, durch den Sport, viel mehr als in anderen Sportarten, man nimmt auch ein Stück weit was mit für draußen, sage ich mal, für sein soziales Umfeld. Egal, ob das denn die Familie ist, die Schule. Also ich sage jetzt mal nur so ein Stück weit Zuverlässigkeit. Dass man sich vielleicht mal was traut, dass man sich selber mal ein bisschen herausfordert, ja, dass man jetzt sagt, ich weiß, es ist schwer, es ist jetzt vielleicht schon das vierte Quarter, die Sonne brennt von oben, aber wir wollen irgendwie noch schaffen, hier einen Anschluss-Touchdown zu erzielen. Oder bestes Beispiel, ich habe vielleicht das ganze Spiel gegen meinen Gegenspieler schlecht ausgesehen, aber auch da nochmal sich mental so zu challengen, zu sagen, naja, aber den nächsten Spielzug, da will ich zeigen, dass ich doch ein Stück weit besser bin oder dass ich mit dir mithalten kann. Und ja, viele Eigenschaften sind eben auch im Sport wirklich gefragt, ja, die,
die man dann so an den Trainingstagen oder eben auch Spieltagen umsetzen oder an den Tag legen kann. Mhm. Wenn ich jetzt als Fan nochmal was sagen darf. Als Fan? Als Fan. Und da rede ich jetzt nicht nur von irgendwelchen NFL-Spielen im Fernsehen. Mhm. Ich hatte das Glück auch schon in London die Spiele fragen, anzuschauen, ja. Oder damals, wer es noch kennt, die NFL Europe, also die, ich sag mal, die Trainingsliga der NFL, die es mal vor vielen Jahren gab. Auch da durfte ich mir Spiele anschauen. Es ist einfach immer was los. Und da rede ich jetzt nicht nur von einem Rahmenprogramm, sondern wenn man als Fan mal nicht nur den Fehler macht, wie beim Eishockey, zu schauen, wo ist der Puck oder in unserem Fall, wo ist der Football, sondern sich auch mal die ganzen anderen Spielerpositionen anguckt, wird man merken, in jedem Spielzug ist irgendwas, was entweder gut geht oder nie funktioniert. Mhm. Und was dann eben den Unterschied macht, funktioniert jetzt der jeweilige Spielzug bei Team A, bei dem Angriffsteam, oder hat einer seinen Block vielleicht verpasst und dadurch wurde der Ballträger gestoppt und dadurch hat es eben nicht gereicht zum nächsten Touchdown oder zum nächsten Raumgewinn. Ja? Das ist auch das, was mir als absoluter American Football Laie aufgefallen ist, so aus dem Fernsehen, dass es wahrscheinlich halt ein unglaublich taktisches Spiel ist und irgendwie hatte ich immer das Gefühl, von, keine Ahnung, ich sage jetzt mal, von einer Stunde wird 10 Minuten so, ich sag, also so klassisch gespielt, wie man das vielleicht jetzt so kennt und mit Bewegung und mit Rennen und so, und dann wird halt wahnsinnig viel geplant. Ist das nur ein Eindruck, den ich als Laie habe, oder also wenn da stehen die Coaches am Rand, alle verdrahtet und sprechen sich ab und der dahin und die Zuschauer feiern die ganze Zeit und es passiert doch was, aber jetzt nie so, wie man das jetzt vielleicht, keine Ahnung, im Basketball kennt, wo es gefühlt die ganze Zeit hin und her geht, ne? Also bei uns ist es natürlich schon so, dass man nennt es nie umsonst Schach auf Rasen, ja. Ah, okay. Also, weil es ist eine weitere Komponente. Egal ob für Spieler oder für Coaches, diese taktische Komponente. Man kann natürlich viel mit der Zeit spielen, man kann viel mit der Auswahl der Spielzüge taktieren. Ja, wenn ich jetzt natürlich viel Laufspiel mache, läuft die Uhr schneller. Passe ich viel die Bälle sind vielleicht auch nicht gefangen, dann hält natürlich die Zeit immer an. Ich kann mit meinen Auszeiten, die ich zur Verfügung habe als Coach, taktieren, kann vielleicht auch mal gucken, wie reagiert er und nehme eine Auszeit, dann stellt sich das gegnerische Team wieder off und ich nehme wieder eine Auszeit, weil ich was gesehen habe und das ist gemein. Ja, aber das ist eben wie beim Schach, ne? Ja. Mal gucken, ob ich vielleicht den gegnerischen Coach in irgendeine Falle tappen lassen kann oder das gegnerische Team als Spieler. Das ist schon sehr, ja, da steckt schon viel mehr dahinter als nur, wir kämpfen hier um den Ball. Ja, ja. Und das ist auch mein Tipp, sich einfach mal ein Footballspiel völlig wertungsfrei anzugucken. Ist auch egal, ob im Fernsehen oder in welcher Liga auch immer. Geht in die Stadien, wenn ihr die Möglichkeit habt. Schaut Fernsehsender. Weil wenn man vor Ort vielleicht einen guten Kommentator hat oder auch im Fernsehen, der ein bisschen was erzählt, das zweite Spiel nehme ich dann schon als Fan ganz anders auf, weil ich dann vielleicht auf manche Details ganz anders achte und dann eben nicht mehr den Fehler mache, oh, wer hat denn jetzt wieder den Ball, sondern vielleicht mal gucke, was machen die Guards, kann ich vielleicht daran erkennen, ist es ein Passspiel oder ist es ein Laufspiel, was jetzt gleich kommt, oder kann ich vielleicht sogar schon einen Trickspielzug vorhersagen? Also das ist schon... Ja. Mutti würde sagen, gebt doch jeden einen Ball. Leider nicht möglich. Ich wollte jetzt nochmal sagen, für alle die jetzt gerade noch live zugucken, du hast gesagt, wir wollen noch was verlosen. Habe ich das gesagt? Hast du gesagt, du hast mir irgendwas von einer Verlosungsaktion erzählt, die ihr immer regelmäßig durchführt und dann habe ich mich genötigt gefühlt. Du musst dich nie genötigt fühlen. Ab und an bauen wir das halt mal ein. Du hast es vorhin selber vorgeschlagen. Habe ich das? Das zeigen wir doch. Okay. Also ich würde sagen, für die ersten drei, die sich bei dir auf deiner Instagram-Seite melden, ja. Die Kontakte müssten wir dann vermitteln. Die schreiben wir dann meistens, ja. Genau, verlose ich jeweils einen von diesen Sackpacks, ja, mit unserem schönen Fuchs drauf und unserem Vereinsnamen. Ja. Und dazu noch einmal kostenfrei Eintritt zu eins unserer Spiele. Okay. Das habe ich jetzt spontan entschieden. Mal gucken, ob ich morgen noch Headcoach bin der Jugend, ob ich heute einen bösen Anruf vom Vorstand bekomme, aber haue ich jetzt einfach mal so spontan, wie ich bin, raus. Ja, cool. Also ihr habt das gehört.
Achso, wir müssen ja noch eine Frage stellen. Achso, man muss sich nicht einfach nur melden, sondern wir stellen eine Frage. Die ersten drei, die richtige Antwort präsentieren. Und zwar, ich habe eine Nummer auf meinem rechten Oberarm. Wer die erkannt hat, wenn ich mich hier mal so ein bisschen gedreht habe. Echt, ja, kann man das erkennen? Ich glaube, das kann man nie erkennen. Kann man bestimmt erkennen, wenn ich hier nochmal so auf den Beutel hinweise, ja, auf den Sektkeg. Okay. Ja, ja, ja. Wer die erkannt hat. Deine Spielnummer? Ja, Peter, es kommt immer ein bisschen später an. Die Ersten denken jetzt, ich möchte, nein, ihr müsst die Nummer sagen. Ist es deine Glücksnummer? Das ist meine Spiel? Glücksnummer, meine ehemalige Spielernummer, mit der ich 11 Jahre hier im Verein aufgelaufen bin, bei den Herren als Passverteidiger, genau. Okay. Also die ersten drei mit der Nummer, die bekommen so ein... Was? Beutel? Ich würde jetzt sagen Beutel. Sackpack sagt man, glaube ich. Backpack sagt man, glaube ich, neudeutsch. Ja, ja, ja. Und freien Eintritt zu einem Spiel. Also das ist eure Chance. Geht ja bald wieder los. Ich gucke jetzt einfach mal so meinen Fragenkatalog durch, ob ich hier irgendwas vergessen habe. Wenn euch noch was einfällt, noch sind wir online. Wir hätten jetzt theoretisch noch 14 Minuten. Hier kommt der erste. Peter hat's gewonnen. Ja, sehr gut. Die erste Zahl ist da und die ist richtig. Herzlichen Glückwunsch, Peter. Ne? Alles da. Da sind noch zwei zu vergeben. Unglaublich. Was haben wir denn hier noch? Was so? Ich hab bei YouTube sieht man das. Kurt Krömer macht das auch immer. Der liest einfach nur so seine Fragen vor. Aber eigentlich haben wir echt total viel durchgenommen und ich bin tatsächlich auch ein bisschen angefixt. Ich würde das fast sogar probieren. Ach, hier habe ich noch eine interessante Frage. Du hast ja gesagt, habt euch 2007, wenn ich richtig zugehört habe, gegründet. Richtig. Unglaublich. Gibt es denn noch Gründungsmitglieder aktiv bei euch? Mit Initiatoren des Tackle-Football-Teams, ja, gibt es noch. Also sogar noch einer, der bei den Herren spielt. Andere Mitglieder sind noch in diversen Positionen im Verein tätig oder aktiv. Oder wenn wir jetzt mal, ich sage jetzt mal, ein Spaßturnier haben, dann holen die auch nochmal ihre Sportklamotten raus und spielen dann eine Runde mit. Also wir machen Weihnachten immer so ein wir nennen es Nikolaus Bowl, weil es meistens so um die Zeit rum ist, hier in der Halle so ein Turnier, wo wir dann auch andere Vereine, meistens Flag-Football-Mannschaften einladen. Und dann wird dann eben im Turniermodus hier der Nikolaus-Bowl-Sieger ausgetragen. Alles so ein bisschen unter einer weihnachtlichen Stimmung und ja. Okay. Also noch habt ihr die Chance, wer Headcoachs Glücksnummer errät auf seinem rechten Oberarm, der bekommt so einen Säcker. Und ansonsten einfach nochmal im Relive das Video, dann, wenn du es gepostet hast, nochmal anschauen und dann. Vielleicht noch die letzte Frage von mir. Jetzt war ja wahrscheinlich nicht nur für euch, für alle Vereine, aber auch für euch so eine besondere Situation durch Corona. Wie habt ihr das genutzt mit euren Mitgliedern, mit dem Training? Und was hat es euch vielleicht auch für positive Effekte bewirkt? Kann man das so sagen oder einfach nochmal einen anderen Blick beschert? Also wir haben natürlich schon überlegt, was können wir machen? Wie können wir gerade... egal ob in der Jugend oder im Seniorbereich, die Leute bei der Stange halten, ja, alle haben mit den Hufen gescharrt. Gerade auch für die Herren. Wir hatten das letzte Spiel Anfang Oktober letzten Jahres, dann war Pause, die normale Pause und dann kam nochmal die richtige Corona-Welle, was uns dann getroffen hat. Das heißt, das ganze Wintervorbereitungstraining ist weggefallen. Wir konnten dann im Frühjahr nicht raus auf den Platz. Und wir haben natürlich den neuen Medien sei Dank oder den neuen Möglichkeiten sei Dank, Videokonferenzen abgehalten. Wir haben dann halt die Zeit genutzt, diese Taktik lernen. Also ich sage es mal, Playbook, ja, Theorie online zu machen, aber kompensieren ganz können wir nicht. Wir haben den Jugendlichen oder auch den Herrn so ein kleines Home-Workout gegeben. Ja. Du weißt selber, der eine, der ist da ambitioniert, der macht das, andere sagt, ja, habe ich gelesen und setzt mich trotzdem hin mit meinen Chips auf dem Sofa. Wir haben natürlich, ich würde sagen, versucht, das Beste draus zu machen, aber ganz kompensieren in dem normalen Trainingsablauf, wie er sonst
wäre, konnten wir es natürlich nicht. Ja, Macht mir auch ein bisschen Sorgen, wenn ich ehrlich bin, hinsichtlich Verletzungsprävention. Wir haben deswegen, heute sind die Zahlen runtergegangen, ich glaube, wir zählen ja zum Landkreis Meißen, auf unter 100. Ich hoffe, dass wir dann auch nächste Woche dann wieder loslegen können. Jede Woche, die wir eher anfangen können, ist gut für uns. Auf jeden weil Fall. Wir dann natürlich wieder ins normale Fahrwasser kommen. Und andere Teams jetzt, anderen Großstädten, die haben natürlich schon ein Stück Vorlauf, die können schon seit ein, zwei Wochen wieder trainieren, haben da vielleicht auch ein Stück weit Wettbewerbsvorteil. Das ist auch, mir geht es eigentlich als Trainer und da bin ich ja irgendwo auch ein Stück in der Verantwortung. Ich will natürlich, da spreche ich für alle Trainer, die Spieler bestmöglich ausbilden und eben auch für die Spieltage oder für die Trainingseinheiten vorbereiten. Ja. Und na klar. Wenn das so 3 Monate Wintertraining einfach mal nicht da sind, die kannst du auch so schnell nicht wieder aufholen. Wir hatten das vor ein paar Monaten, wo wir mal kurz durften für 2 Wochen, hatte ich unseren Athletiktrainer extra eingeladen, um die Leute wieder fit zu machen. Dann kam leider die neue Bundesnotbremse, die neue Pause. Muss man halt hinnehmen, kann man es zu nichts machen. So ist es. Umso hoffnungsvoller stimmen die aktuellen Zahlen und dass es mit dem Sport nach draußen wieder losgeht. Also ich würde mal sagen, danke dir für den Einblick in euren Verein, in das Thema American Football. Wer Lust bekommen hat, der hat ja gehört, ist möglich vorbeizukommen, mitzumachen in unterschiedlichsten Arten und Möglichkeiten. Und dann drücke ich euch einfach die Daumen, dass das hier alles so wieder richtig losgeht und wünsche euch alles Gute und vielleicht sieht man sich mal wieder. Vielen Dank, Robert. Danke, dass ich die Plattform nutzen durfte. Und ja, wie gesagt, wenn Fragen sind, die Homepage habe ich vorhin genannt sucht euch dort einfach die Kontaktdaten raus, die Ansprechpartner, schreibt eine E-Mail, bittet um Rückruf, wie auch immer, wir machen da vieles möglich. Gerade, wer mich kennt, man kann noch nachts noch eine WhatsApp schreiben, wenn ich gerade schlafe oder arbeite. Nein, das darfst du nie anbieten. Die WhatsApp-Nummer steht zum Glück nicht auf der Homepage. Ja, komm, noch einen hoch auf die Teamphysio. Ja, ganz wichtig. Also das ist ja auch das, was uns so ein bisschen ausmacht. Es ist ja nicht nur die Coaches, die Spieler, sondern eben auch das Drumherum. Ja? Die Familienangehörigen, die Muttis, die sich vielleicht dann hinstellen und sagen, hey, ich übernehme das Spieler-Catering. Ja? Ja. Wir nennen es immer so liebevoll Obst-Tussis, die sich dann da hinstellen und die Äpfel oder die Bananen zurechtschneiden, dass in der Halbzeit eine Verpflegung da ist für die Spieler. Ja. Aber auch das sind einfach die Helferlinge. Ja, die helfenden Hände und die Physios genauso wie jemand, der einfach nur da ist und vielleicht ein bisschen unterstützt beim Platzaufbau. Also alles wertvolle Leute, die sich da engagieren. Nicht zuletzt auch die Leute in den Vorstandsgremien, die da uns den Rücken immer frei halten, vieles möglich machen. Genau. Schön. Schön, dass es euch gibt, dass ihr so ein großer Verein seid, hier in Radebeul. Und in dem Sinne wünsche ich euch einen schönen Abend, danke fürs Zugucken und wer nie alles gesehen hat und später eingeschaltet hat, der weiß ja, dass er es auch im Nachhinein alles nochmal angucken kann. Genau, dann gehe ich jetzt aus dem Bild und drücke auf den Knopf und beende diese Sendung Radebuli live. Ja. Perfekt, Robert. Macht's Vielen gut. Dank. Danke dir. Ciao.